Nun, die Diagnose eines Immundefektes ist selbstverständlich für alle Eltern eines betroffenen Kindes zunächst ein Schock. Natürlich bedeutet die Diagnose, eine lebenslange Erkrankung zu haben. Nur muss man dazu betonen, Immundefekterkrankungen sind ein Spektrum von über 300 verschiedenen Ausprägungsgraden. Das heißt, es kann ganz schwere Erkrankungen geben und aber auch sehr leichte Formen. Und natürlich ist die Umstellung, die in jedem Fall in Bezug auf die Diagnose des Kindes zu treffen ist, mehr oder weniger ausgeprägt. Vorweg, es ist sehr viel möglich. Vorweg, diese Umstellungen im Alltag sind nicht so gravierend, dass das Leben der Familie sich vollständig ändern muss. Und man kann heutzutage, Gott sei Dank, sehr viel auch tun als Therapieansätze. Und wir werden in den nächsten Schritten dann einzelne dieser Aspekte durchbesprechen. Das Immunsystem und das Abwehrsystem des Körpers dem Kind erklären ist ganz wichtig. Warum ist es wichtig? Weil es möglichst früh verstehen muss, was habe ich eigentlich. Und ich würde das so dem Kind erklären, dass wir alle von Geburt an ein Immunsystem, ein Abwehrsystem im Körper haben, das uns schützt vor leichten Infektionen. Nicht jedes Virus, das mit uns in Kontakt kommt, sollte eine schwere Erkrankung auslösen. Wenn wir Staub einatmen, werden unsere Abwehrzellen im Körper aktiviert und wehren diese ab. Und diese Form eines Immunsystems nennt man das angeborene Immunsystem. Und dann gibt es ein zweites Immunsystem, Abwehrsystem, das ein erlerntes Abwehrsystem ist. Das betrifft zum Beispiel das Thema der Kinderkrankheiten. Wenn das Kind Windpocken hat zum Beispiel oder Mumps hat oder andere Kinderkrankheiten, dann bekommt es die einmal und das Immunsystem lernt, gegen diese Erreger, meistens sind es Viren, Zellen zu bauen, die eine erneute Erkrankung verhindern werden. Und diese erlernte, erworbene Immunabwehr ist ein ganz wichtiges System, das uns schützt, dass wir nicht jedes Mal bei erneutem Kontakt mit einem Virus wieder schwer krank werden können. Und Immundefekterkrankungen haben Fehler in diesem System. Das kann das angeborene System der Abwehr betreffen, von Geburt an, oder auch das nicht ausreichende Ansprechen, wenn wir Kinderkrankheiten durchmachen. Und ein dritter ganz wichtiger Aspekt ist, wir impfen ja unsere Kinder. Und die Impfungen sollen die Bildung von Abwehrzellen stimulieren, die schützen vor bestimmten Erkrankungen. Ich glaube, wichtig ist, dass das Kind, Kinder werden oft unterschätzt, auch junge Kinder will wissen, was habe ich eigentlich, warum muss ich ständig zum Arzt gehen und brauche ständig Medikamente. Man kann auch einem sehr jungen Kind zu erklären versuchen, was im Alltag notwendig ist. Und das sind aus meiner Sicht zwei Dinge ganz wichtig. Der eine Aspekt betrifft Hygiene im Alltag, das heißt, das einfache Händewaschen. Das heißt, das Händewaschen, nachdem man aufs Klo gegangen ist. Händewaschen, wenn man irgendwo etwas am Spielplatz oder beim Sport angegriffen hat und verunreinigte Hände hat. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, wo man von Beginn an dem Kind erzieherisch beibringen sollte, dass es nicht zwanghaft, sondern einfach ganz normal im Alltag integriert diese Dinge beachtet. Das ist natürlich bei Schulkindern, bei Jugendlichen einfacher, aber machbar in jedem Alter. Und ein ganz ein wichtiger Aspekt, auch bereits beim jungen Kind, ist Kariesprophylaxe. Man sollte ein Kind bereits im jungen Alter, wenn es wenige Lebensjahre alt ist, daran gewöhnen, dass das Zähneputzen ein Tagesregelwerk ist, das ganz wichtig ist, weil in Bezug auf Immunsystem die Zähne und Karies zum Beispiel bei Zähnen eine ganz gefährliche Eintrittspforte sein könnten für Infektionen.
Das heißt, das Einführen von Ritualen im Alltag, die das Kind dann selbstverständlich hinnimmt, ist aus meiner Sicht der wichtigste Aspekt, das Kind an dieses leicht geänderte Leben zu gewöhnen.